So, Spitzenspiel in der Bezirksoberliga der Damen. Ja, der FC Augsburg, Tabellenführer, empfängt den zweiten FSV Währingen. Marco Schmidtmer bei mir, der Trainer der Gäste. 3:1 Niederlage hier. Ist das so der Durchgang für die FCA-Damen in Richtung Landesliga? Ja, das denke ich eigentlich schon. Erstmal mit Glückwunsch an den FCA. Ich habe es ja in der Kabine schon gesagt, wenn wir das Spiel verlieren werden, dann wird das eigentlich ja, so ziemlich der Durchgang für den FCA sein. Wir haben uns die Woche eigentlich sehr gut eingestellt auf den FCA. Haben eigentlich alles versucht, aber sind in der ersten Halbzeit ja, einfach nicht ins Spiel kommen. Das war eigentlich der Auslöser für die 3:1-Niederlage, sage ich jetzt mal. Ihr habt ja hier munter mitgespielt, habt euch nicht versteckt, habt nicht auf die Defensive gesetzt, habt euer Glück in der Offensive versucht. Die Tore hat der Gegner gemacht. Was ist der Unterschied zwischen deiner Mannschaft und der des FCA? Ja, dass sie heute einfach cleverer waren und kaltschnäuziger waren. Das Spiel war in der ersten Halbzeit eigentlich mehr abtasten. Wir haben eine Chance gehabt, im Gegenzug kriegen wir das 1:1. Eigentlich waren alle drei Treffer ja, vermeidbar. Blöde Stellungsfehler, nicht in die Zweikämpfe kommen. Ja, eigentlich Chancen aus dem Nichts, kann man sagen. Ja, und dann stehst du halt mit 3:0 in der Halbzeit da. Markus, nichtsdestotrotz Glückwunsch, gute Leistung und viel Erfolg beim nächsten Spiel. Danke dir. So, von den FCA-Damen, Sarah Wagner. Zwei Kisten, jetzt bereits 12 Tore in 11 Spielen. Sarah, 3:1 Erfolg hier gegen Währingen, gegen den engsten Verfolger. Erstmal Glückwunsch und ja, wie hast du das Spiel gesehen heute? Ja, ich fand, dass zu keinem Zeitpunkt wir das Spiel verloren hatten und die ersten 5 Minuten waren wir nicht richtig im Spiel, aber dann haben wir uns nach dem 1:0 gefangen und dann lief es und für uns war es sicher, dass wir das Spiel gewinnen. Sarah, hält euch heute in der Saison noch jemand auf dem Weg in die Landesliga? Ich denke es nicht. Nächste Woche ist noch ein schweres Spiel in Kempten und dann schauen wir mal. Aber ich glaube, dieses Jahr passt einfach. Wir sind eine super Truppe. Es läuft einfach super, auch intern im Team. Ich glaube, wir packen das. Sarah, herzlichen Glückwunsch zum Sieg und zu deinen beiden Toren und viel Erfolg dann in Kempten. Danke dir. So, Markus Trehmer, der Trainer der FCA-Damen. Markus, 3:1 Erfolg gegen den engsten Verfolger, FSV Währingen. Ich habe es vorhin gefragt, die Sarah, hält euch jemand auf dem Weg in die Landesliga? Ja, es ist noch ein langer Weg, aber bis jetzt bin ich zufrieden. 9 Spiele, 9 Siege. War unser Plan immer, dass wir auch hochkommen. Ich hoffe, dass uns keiner aufhält. Also bis jetzt läuft es gut und ich hoffe, dass wir so weiterspielen. Nächste Woche könnt ihr den nächsten Schritt machen. Ihr fahrt nach Kempten. Wir sind momentan Dritter, haben wir allerdings jetzt auch 9-10 Punkte Abstand. Lässt euch auch nichts nehmen, oder? Kempten wird schwierig, weil wir spielen da auf Kunstrasen. Also egal welches Wetter ist, ein Flutlichtspiel liegt uns normal nicht. Wobei, so wie meine Mannschaft momentan drauf ist, traue ich ihnen alles zu. Also beim letzten Spiel in Kempten hätten wir 4-5-0 in Führung gehen müssen, haben das verpasst und dann war es wirklich ein offener Schlagabtausch. Aber ich hoffe, dass ich das richtige Rezept finde und dass wir da nächsten Sieg einfahren. Markus, nach dem Sieg heute ist ganz klar Zweiklassengesellschaft, FCA vorne an der Spitze. Danach so ein bisschen nur Währingen, danach kommt lang nichts. Wird es aus der Sicht der anderen eine langweilige Saison? Nee, ich denke nicht, weil ich glaube, dass wir als Favorit golden haben und die anderen wirklich, ich kenne es aus England, wo früher Manchester so dominant war, hat man immer from best of the rest. Jede Mannschaft kann da jede schlagen, auch uns kann jemand schlagen, wenn wir einen schlechten Tag haben. Also ich glaube nicht, dass es langweilig wird, es wird hier um gute Platzierungen gehen und natürlich um Abstieg, weil es da auch sehr, sehr eng geht. Ihr habt ja nicht nur die Saison hier zu bestreiten, sondern am Pokal, da geht es nach Königsbrunn. Da werden wir uns ja wieder sehen, das Spiel werden wir begleiten mit Schwabensocker. Königsbrunn, eine Mannschaft, die euch nicht wirklich ins Straucheln bringen wird, oder? Jein, also ich weiß noch aus meiner Bezirksliga-Zeit, da haben wir in Königsbrunn gespielt. Kleiner Platz, Flutlicht, wie vorhin schon erwähnt, liegt uns nicht so, aber wir haben jetzt mit der Mannschaft die Möglichkeit, auf eine andere Taktik umzustellen. Wir wollen niemanden unterschätzen, aber es geht für uns um Einzug ins Finale, also muss für uns, dass wir da gewinnen. Königsbrunn wird es uns nicht leicht machen, aber wir werden versuchen, dass wir als Favorit auch ins Finale kommen. Markus, auf dem Weg, viel Erfolg, herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Wir sehen uns in Königsbrunn am 17.11. und dann sehen wir uns. Danke dir.